Phon. O-Ton, der phoniatische Wissenspodcast zum Mitnehmen. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist im Phon O-Ton eine Frau zu Gast, die ich eigentlich gar nicht als Patientin beschreiben möchte. Denn bei uns im interdisziplinären Zentrum für Stimme und Schlucken befinden sich Menschen mit Erkrankungen im Kopf-Hals-Bereich. Diese Patientin heute hat eigentlich im engeren Sinne keine Erkrankung im HNO-Bereich. Ich freue mich auf unser heutiges Gespräch. Allerdings mussten wir dieses Gespräch aufgrund der Infektionslage im Rahmen der Corona-Pandemie über ein Internettelefonat führen und konnten es nicht, wie sonst gewohnt, in unserem Phon O-Ton direkt nach der Sprechstunde aufnehmen. Daher ist die Tonqualität heute leider nicht so wie gewohnt. Dennoch möchte ich Ihnen dieses Interview nicht vorenthalten, hat es doch viele interessante und wissenswerte Inhalte. Das Leben als Transfrau, das Leben als Transgender in unserer Gesellschaft ist öffentlicher geworden, aber immer noch nicht öffentlich genug. Das Verständnis für Menschen, die als Transmenschen leben, ist immer noch gering. Wir möchten trotz der eingeschränkten Tonqualität mit diesem Podcast Kolleginnen und Kollegen, Therapeutinnen und Therapeuten, alle interessierten Menschen erreichen, die mehr Verständnis hierfür bekommen möchten. Ich freue mich auf unser heutiges Gespräch, denn ich darf ein Interview mit einer Transfrau führen. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft. Schön, dass Sie da sind. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern beschreiben, was Transfrau bedeutet? Ja, Transfrau bedeutet, dass man biologisch gesehen als männliche Person geboren wurde, aber im Laufe des Lebens merkt man, dass man sich mit anderem Geschlecht identifiziert, dass man sich stark als Frau identifiziert und auch als Frau leben möchte. Wann haben Sie denn das erste Mal bemerkt, dass Sie in einem falschen Körper stecken? Also die Bezeichnung falschen Körper stecken mag ich persönlich nicht so ganz. Ja. An sich ist Körper, in dem ich stecke, ist okay, nur halt nicht so, wie ich das gerne haben würde. Deswegen finde ich, dass in fremden Körper stecken ein bisschen für mich falsch ausgesagt, aber dass ich anders bin, habe ich schon als kleines Kind gemerkt tatsächlich. Ja. Dass, wenn man so typische Rollen, auch bei Kindern merkt man ja schon im relativ jungen Alter, zu welchen Seite die sich neigen, also männliches oder weibliches ja. Bereich. Ja. Und da war ich schon als Kind weiblich. Also ich wollte alles machen, was die Mädchen machen, immer. Ja. Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben das als Kind schon bemerkt, aber Sie sind nicht in Deutschland aufgewachsen, sondern, wie Sie mir erzählt haben, in Russland. Hat das eine Rolle gespielt, wie Sie bemerkt haben, was mit Ihnen los ist? Ja, dass ich in Russland aufgewachsen bin, hat tatsächlich sehr große Rolle gespielt, weil russische Gesellschaft ist sehr, sehr konservativ. Und meine Eltern sind auch konservativ aufgewachsen, auch wenn die relativ offen sind zu jeder Thematik. Man prägt dann in Russland sehr stark diese typischen Rollen, die meine Gesellschaft kennt. Ja. Und da wurde ich immer darauf hingewiesen, dass ich ein Junge bin. Wieso ich mich anders verhalte, man möchte sich anpassen, dass die Leute nicht mobben, nicht irgendwie Witze machen darüber. Deswegen habe ich mein Bestes probiert oder versucht, um mich einzupassen in diese Rollen, die mir aufgedrängelt werden. So verdrängt man quasi dieses Gefühl und versucht, das Leben zu leben in dem Geschlecht, mit welchem man geboren wurde. War Ihnen denn dann klar, dass Sie eine Transfrau sind? Oder haben Sie nach anderen Wegen gesucht, wo Sie sagten, ich bin nicht ganz im Reinen mit mir, irgendwas passt der mir zugewiesenen Rolle nicht, aber Sie haben nicht gefunden, was das gewesen sein könnte? Zum Ersten, das Begriff Transfrau habe ich nicht gewusst, bis ich so ungefähr 17 war. Da kam zu mir zum ersten Mal das Gedanke,
dass Ähnliches bei mir möglicherweise ist. Nichtsdestotrotz habe ich es trotzdem verdrängt. Wo ich nach Deutschland kam, war ich noch männlich. Und erst in Deutschland habe ich einen Zwischenschritt gemacht damals, mich geoutet als homosexuell. Okay. Das hat schon ein bisschen Last genommen, weil ich konnte dann zum Teil mich so bewegen, so sprechen, wie ich wollte. Weil in Deutschland ist Homosexualität mittlerweile nicht so irgendwas Besonderes, sag ich mal so. Und man geht mit der Homosexualität in Deutschland schon relativ human. Weil aus meiner Erfahrung, viele wissen gar nicht, dass es solche Leute gibt wie mich. Und dass eine oder andere Person könnte vielleicht mein Nachbar sein. Also viele wissen das ja nicht. Was sind denn aus Ihrer Sicht in der Gesellschaft in Deutschland die größten Schwierigkeiten von Transfrauen und Transmännern? Weil Sie haben es schon erwähnt, das Thema ist durchaus präsent. Es ist jetzt nichts mehr, ich sag mal, Überraschendes und extrem Ungewöhnliches. Auch natürlich, wenn die Kontaktpunkte der einzelnen Menschen der Gesellschaft mit Transfrauen, Transmännern eher gering ist. Was ist für Sie die größte Schwierigkeit im Alltag? Also ich kann ja nur von meiner Seite sprechen, weil es gibt ja unterschiedliche Sichten, unterschiedliche Schichten auch bei transsexuellen Menschen. Das ist alles abhängig davon, wie viel Geld man hat, wie viele Freunde, wie die Umgebung ist. Aber bei mir ist das so, weil ich stehe noch relativ am Anfang, die erstmal die Wahrnehmung von den anderen Menschen, die ändert sich stark. Also wenn die Menschen mich vorher schon als Mann kannten und dann sehen mich dann als Frau, dann merkt man schon ein bisschen so diese Zurückhaltung. Das ist also das Gefühl, dass man immer angestarrt wird, auch ist auch dabei. Auch wenn es vielleicht nur Einbildung ist, aber so ein Gefühl habe ich. Können Sie denn nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die sich schwer tun damit, das zu verstehen? Ja, durchaus, weil da kommt man wieder zu diesen starken Rollenverteilung, die in Gesellschaft überall auf der Welt immer noch existiert. Und es ist schwer zu verstehen, wieso man überhaupt sich als Frau fühlen kann, insbesondere. Ja. Es ist schwer auch für den Leuten beizubringen. Man soll versuchen, vielleicht nicht das komplett zu verstehen, sondern einfach zu akzeptieren, dass es so eine Person gibt. Die Person an sich respektieren und versuchen nicht unbedingt nach Geschlecht zu schauen. Ja. Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, was es ausmacht, in der Gesellschaft wahrgenommen zu werden, wie man das empfindet. Sie waren ja bei uns in der Sprechstunde mit einer ganz besonderen Frage, nämlich mit der Frage nach einer weiblichen Stimme. Was macht für Sie eine weibliche Stimme aus? Ich finde, die männliche Stimme hat so eine gewisse Vibration, was halt die männliche Stimme ausmacht. Also diese tiefe Vibration. Und bei Frauen gibt es sowas nicht. Das ist halt so alles flüssiger, sag ich mal so. Ja. Sind das auch die größten Probleme im Alltag, die Sie bemerken, die Weichheit, dieses Runde in die Stimme hineinzubekommen? Ja, wenn ich einkaufen gehe zum Beispiel, man sieht nur eine große Gestalt und sobald ich an der Kasse stehe und fange an zu sprechen, ich finde es tatsächlich immer witzig, aber da ist mal öfter mal so eine Pause. Insbesondere beim Telefongesprächen ist es schwierig. Weil meine Stimme ist nun mal nicht so hoch von Natur aus. Und auf meine Arbeit zum Beispiel kriege ich öfter mal Anrufe und dann kommt halt so eine Stimme. Und die Stimme finde ich schon ziemlich wichtig. Es gibt ja inzwischen verschiedene Möglichkeiten bei der Stimmangleichung von Transfrauen. In der Medizin sprechen wir bei Stimmerhöhungen von einem männlichen in einen weiblichen oder in einen indifferenten Bereich. Also ein Bereich, in dem sich weibliche und männliche Frequenzbereiche überlappen. In den letzten Jahren hat sich in der Stimmtherapie sehr, sehr viel getan, sodass mithilfe von Stimmtechniken sehr, sehr viel erreicht werden kann. Das vermitteln Logopäden, Stimm- und Sprachtherapeuten. Haben Sie eine logopädische Therapie? Ich habe versucht, das in den letzten 4 Monaten anzufangen. Habe auch logopädische Praxis angerufen,
habe auch mehrmals Termine vereinbart, aber dann musste ich das immer absagen aufgrund von meiner Arbeit. Und bisher habe ich noch nicht die Zeit einfach gefunden. Sie sind beruflich sehr stark eingespannt. Das ist sicherlich eine große Herausforderung. Stört Sie das? Ärgert Sie das? Ein bisschen schon tatsächlich, weil ich würde schon gerne meine Stimme erhöhen. Operative Angriffe möchte ich nicht machen, aber durch das Training möchte ich in das Bereich von diesem androgynen Bereich, sage ich mal so, wo man nicht erkennen kann, ob das ein Mann ist oder eine Frau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie gerade fast in einem Nebensatz gesagt haben. Sie möchten das lernen, dass technisch Ihre Stimme höher klingt, aber Sie möchten sich nicht operieren lassen. Warum nicht? Mir ist das viel zu gefährlich, weil es gibt immer Gefahren bei Operationen. Deswegen versuche ich erstmal mit der Therapie meine Stimme zu erhöhen. Das heißt, das ist, was den Kehlkopf angeht, auch schon Ihre Grenze, wo Sie sagen, wenn man das operiert, ist das dann endgültig, da kann man dann nichts mehr verändern oder es gar rückgängig machen. Und das ist zu viel für Sie. Deswegen schließen Sie eine Operation dementsprechend aus. Und ich glaube, dass das auch eine sehr vernünftige Entscheidung ist. Denn mit den Stimmtherapien, so wie sie entwickelt worden sind in den letzten 10, 15 Jahren, kann man wahnsinnig viel erreichen und vor allen Dingen auch viel mehr nachregulieren, ohne dass man endgültig etwas am Stimmapparat verändert. Ich glaube, auch durch dieses Training kann ich nicht nur meine Stimme höher klingen lassen und sprechen, sondern auch die Techniken erlernen, auch für Singen, weil Hals ist ja auch so ein komplexes Bereich, wo es sehr viele Muskeln gibt und. Und das spielt ja auch alles eine Rolle. Und ich möchte diese Flexibilität in meinen Stimmbändern noch behalten. Ja, natürlich. Was können Sie anderen Transfrauen, die vor der Entscheidung, lasse ich mich operieren oder nicht, die vor dieser Entscheidung stehen, was können Sie denen raten? Man soll viel drüber nachdenken, tatsächlich, finde ich, bevor man sich zu solchen Schritten entscheidet. Weil, wie ich schon vorher gesagt habe, das kann gefährlich werden erstmal. Zweitens, man kann dann die Stimme nicht rückgängig machen, weil dann sind die Stimmbänder zusammengenäht und dann das bleibt auch dann so. Aber am Endeffekt soll jede transsexuelle Frau für sich selbst entscheiden, wie sie sich am besten fühlen wird. Es gibt aber natürlich auch andere Fälle, wo transsexuelle Frau sieht super weiblich aus, kompakt und hat Form wie biologische Frau, aber die Stimme ist eine Bassstimme. Da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass die transsexuelle Person dann wirklich stört. Und wenn man Bassstimme hat, ich weiß nicht, wie hoch man die trainieren kann. Und da kann ich mir vorstellen, wenn man mit Training nicht zufrieden ist, dann man hat die Stimmbänder operiert. Ja, natürlich. Das ist etwas, wo man dann auch immer schauen muss, wo komme ich her? Wenn ich aus einer ganz tiefen Bassstimme komme, dann wird man eine deutlich höhere Frauenstimme so nicht erreichen können. Und letztendlich muss es ja in sich auch stimmen. So wie Sie schon gesagt haben, eine Transfrau, die nach außen sehr, sehr weiblich aussieht und dann mit einer Bassstimme auftritt, das passt nicht. Und da ist natürlich dann der Bedarf, auch etwas zu ändern, entsprechend größer. Ja. Genau. Also mein Ziel in meiner Stimme ist, es gibt ja sehr schöne, tiefe Frauenstimmen, die, wenn man musikalisch ausdrückt, alt stimmen. Und die Frauen sprechen schon tief und die haben zum Teil auch so eine Vibration bei Männern nicht, aber schon tiefe Stimmen. Und in diesen Bereich möchte ich kommen. Also ich möchte nicht ganz hohe Stimme haben, weil es passt einfach zu mir nicht und zu meinem Äußeren nicht. Also zu meiner Größe sowieso nicht. Wenn ich dann 1,90 Meter fast groß bin und dann eine richtige Stimme habe, ist schon ein bisschen witzig. Genau. Ich hoffe, dass es in der Zukunft mehr Ärzte gibt, die sich mit Thematik auskennen. Und einen Arzt zu finden, der sich mit Thematik auskennt, ist schwierig. Ich hatte Glück mit Ihnen gehabt, weil Sie kennen sich mit Thematik aus, sind Stimmbänder. Aber die Ärzte, Urologen, Gynäkologen, auch Psychologen, es ist sehr schwierig, eine Person zu finden. Also nett zu sein, kostet nie was.
Das ist sicherlich ein sehr, sehr gutes Schlusswort, denn damit kommt man viel, viel weiter, wenn man miteinander freundlich umgeht und nett umgeht, als wenn man sich die kalte Schulter zeigt. Gut, haben Sie vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Das war Phon Oto, ein Podcast der HNO Universitätsklinik Würzburg. Idee und Produktion Fabian Kraus. Würzburg 2022.